Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So. Wir möchten noch zwei Notizzettel farmen. Und zwar vom Tech-Rankling. Ich hoffe, ich sage das richtig. Also so einem Viechelein, der hier in dem Dungeon ist. Es war ja genau noch zwei Stück, die hier gerespawnt sind. Und dann kann man noch einen Boss machen. Und dann wird es schon super passen. So. Zack. So, dann können wir uns nämlich auch schon beim nächsten Dungeon-Besuch, wenn das alles so, wenn das so glatt läuft, ne? Können wir uns dann ja eigentlich schon wieder dem Wüstentempel widmen. Ich hab's richtig gesagt. Und ja. Und dann dort noch umschauen. Was ich auf alle Fälle nicht vergessen darf, ist hier dieses Buch. Wenn man dann zurückkommt vom Notizfarmen, dass ich das unbedingt noch mitnehme. Das ist nämlich auch schön zaster. So. Muss mich nur versuchen zu erinnern, wo die jetzt waren. Waren die jetzt da herüben? Zack, zack. Oder waren die jetzt doch woanders? Egal, schauen wir mal. So. Da ist nix. Ich war neugierig. Ja, da sind sie ja schon. So, den ersten haben wir schon. Mal was trinken, sicherheitshalber. So. Und das letzte Notizzettelchen. Alter, mal was trinken. So. Sehr gut. Das haben wir soweit. Ich glaube, wir werden gleich zum Boss gehen, oder? Ich glaube, wir gehen gleich zum Boss. Weil jetzt haben wir noch ein bisschen Platz in unserem Säckelein. Und ich glaube, das passt schon. So. Und schwupp. Ah, sind wir solche Gegner. Okay. Wollen wir sie mit Tempo besiegen? Schau das an. Das mache ich echt super. Da kann man nichts sagen. Das mache ich echt super. Franklin, nein, ich hätte den Dungeon nicht verlassen brauchen. Das muss halt das. Ich weiß, ich habe nicht gewusst, dass jetzt immer nur die Viecher sind. Ich dachte, das ist jetzt immer Endboss, ne? Hier. Alter. Gesterben. Wo ist der letzte? Alter. Mann, ey. Ich konnte wieder nur zwei retten, ne? Ja. Schade. Zack, zack, was machst du? Zerstört den einen Fluchdingsbums. Zerstört den Fluchdingsbums. Was haben wir hier drin? Zack. Aha, alles für den Rand. Okay. Fluchtdingsbums. Stacken. Fluchtdingsbums. Geht nicht zum Stacken. Dann opfern wir wieder was. So. So. Also. Eins. Zwei. So, das müsste passen. Passt. Passt, dann können wir uns schleichen. Okay. Passt. So.
Sehr, sehr gut. So, jetzt können wir endlich wieder Handel treiben. Ich sollte, warte, Tränke könnte ich machen, ne? Warte noch kurz. Ah, mein Beutel ist, glaube ich, so schier voll, ne? Hallöchen. Jo. Da geht nichts, okay. Halt. Na super. Scheiße. Da habe ich jetzt einen Blödsinn gemacht, glaube ich. Der wird verschwinden, fürchte ich. Ach, lass mich durch. Ich Idiotin hätte wieder mal sollen zuerst die Taschen ausräumen. Ich schmeiß da schnell mal was hin. So. Und hoffe, dass der noch da ist, der Trank. Das habe ich da Geld beim Fenster rausgeschmissen. Ich meine, wir eh nicht das erste Mal. Ach komm, geh weg, du Schild. Ach. Na, da ist er noch. Gott sei Dank, Glück gehabt. So, passt. Jetzt bin ich zufrieden. So. Was können wir da drüben noch auf die Schnelle hin tun? Ich glaube nichts, weil ich nichts Vollständiges habe. So. Dann schauen wir mal. Nein. Ja. Und zwar die hier. So, ist fein. Gut, dann schmeißen wir den Rest mal rein da. Okay. So, das decken wir schon mal. Zack, 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 zack. Gut. Was hätten wir denn hier? Warte mal. Fangen wir mal da an. Jo, das können wir nehmen. Das können wir nehmen. Das können wir nehmen. Das hier für den Crab. So wie das fürs Dingens. An Dünger können wir mal nehmen. Ein Wasserl, sowas, sowas. Das hier, Früchte, bin ich mir nicht so sicher noch. Knolle bin ich mir auch nicht so sicher. Das und das. Das können wir auch nehmen. Das auch. Das und das. Trankerl. So. Mal in die Sale-Kiste, was reingehört. Das hier und das hier. Und weiter geht's. So. Sowas können wir mal nehmen. Das hier. Würde ich sagen, schwere Entscheidung es ist. So, das hier. Dann machen wir da drüben noch voll. Mit dem hier. Ich habe keine Ahnung, was das wert ist. Ich probiere es mal mit einem, mit 2000. Keine Ahnung. Und dann öffnen wir das Ganze. Warte. Da fällt mir gerade ein. Was mache ich hier? Was haben wir hier? Den Samen. Natürlich, ich Idiotin. Den muss ich mitnehmen. Den brauche ich jetzt, ja. So, jetzt können wir aufmachen. So. Nur hereinspaziert. Guten Tag. So. Ja, wir haben, was Sie wollen, Ihren modifizierten Samen. Danke, dass Sie bei uns treuer Kunde sind. So. Ui, da ist sie zornig. Da ist sie zornig, die gnädigste. 500 ist schon zu viel. Echt wahr? Okay. Dann wollen wir es mit 400. Das hätte ich nicht gedacht. So.
Da freut sie sich, wie schön. Dankeschön, auf Wiedersehen. So, das ist nur ein 60er wert. Ich bin entrüstet. Ui, das wird zornig. Halt. So, Buschschuft. Die ist zornig wegen dem hier. 400 ist zu viel. Was ist denn das, Alter? Jetzt voller flauter Schock. 400 Alter Schalter. Dankeschön. Na, geht schon. Dankeschön. Danke sehr. So, dann nehmen wir das hier. Der eine hat das echt gekauft für 2000, habe ich gerade gesehen. Sachen gibt's. 450 ist ein guter Preis. Ich würde sagen, schau mal, was mit 500 geht. A, B, C. Der da. 2000, ist das angemessen? Guter Preis. Ich würde sagen, probieren wir es mal mit 3. Da hier oben. Na. Das da. 2000 ist ein guter Preis. Ich würde sagen, tun wir es mal mit 3. Jammern sie wahrscheinlich wieder alle. Dankeschön. Dankeschön. So. Zack, zack und zack. 400. Weiß man nicht. 800, weiß man nicht. 100, guter Preis. Dann machen wir mal ein bisschen unter 100. Machen wir so. Dass wir auch den vierten Preis haben. So, bitteschön. Dankeschön. Ein Auftrag. Löteisen. Wir haben sowieso vor, wieder in den Dungeon zu gehen. Ich glaube, für Tag 5, 3 Tage überbleibend. Jo, probieren wir es mal. Hätte ich gewusst, dass das nichts wert ist, ne? Kann man denn eigentlich da reinschmeißen? Das ist ja alles nichts wert. Ungeheuerlich. Hätte das gedacht. So. Bam, 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 bam. Da, 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 da. Der hat das gleich mitgenommen und freut sich Vollgas. Schön. Dann probieren wir es mit 1100. Dankeschön. Dankeschön. So. Okay, das war zu billig. So, danke für den Einkauf. Da drüben können wir wieder was ausstellen. Ich würde sagen, das doch gleich. Holen wir es mal so. Kauf nur, kauf nur. So. Dann das Platterl. Ja, da werden wir ein bisschen drunter gehen, so dass wir den vierten Preis noch haben. Sicher ist sicher. Ui, da ist wer zornig. Okay, das war mit 3000 dann doch zu viel, glaube ich. Probieren wir es mit 2000. Dankeschön. Irgendwas war jetzt noch zu teuer. Ich habe es nicht mitgekriegt. Scheiße. Dann habe ich niemand erwischt. Jetzt habe ich die alte mit dem Preis abgelenkt. Ach, jetzt verdrücke ich mich schon wieder.
Na, jetzt ist mit der abgehauen, der Dieb. Echt, jetzt habe ich wieder Verlust gemacht. Da ist die alte Schuld. Typisch Senioren. Das ist wieder so richtig typisch. Das haben die schon bei South Park herausgefunden. Autofahren ist auch lebensbedrohlich. Ne? So ein Dreck. Da würde ich jetzt auch... So. Ah, das ist zu teuer. Okay. 600. Es ist jetzt echt bitter, dass der mit da was gestohlen hat. Ach, das ärgert mich wirklich. Der nächste Dieb. Ich glaube, es ist ja der gleiche. Sie denken, so ein Trottel, der kann ich gleich nochmal ausrauben. Der kriegt sie eh nicht mit, vielleicht blöd. Recht hat er. So, jetzt habe ich Zeit für dich, du Scheißverbrecher. Aha, da oben ist was, was nicht passt. Da wird er zornig sogar. So, ich mache mich schon mal bereit. Ach, der geht, weil schon vorbei ist. Ja, hab ich ein Glück. Scheißverbrecher. Danke. Servus. Ja, das war diesmal, glaube ich, nicht so schön. Ja, drei Verbrecher, wobei mir eins gestohlen worden ist, leider. Ja. Ach so, es waren eh nur... War zum Glück nur, ja, unter Anführungszeichen nur das Wasser. Aber immerhin 170.800 haben wir gemacht. Das ist nicht so schlecht. So, unser Inventar ist leer. Das freut mich. Das gibt Schöneres. Das heißt, wir können jetzt da in den Wüsten-Dungeon gehen. Wobei, warte mal ganz kurz. Ich glaube, das habe ich, wenn, dann habe ich es verkauft schon. Wie heißt das drum jetzt schnell, was wir brauchen? Mal schauen, vielleicht haben wir das sogar... War das Glas? Da ist nochmal mehr Glas. Das war's, oder? Löteisen, zwei Stück. Brauchen wir noch drei. Brauchen wir noch drei Löteisen. Gut. Dann versuchen wir unser Bestes. Na, das brauche ich nicht. Da kommen wir den Wald-Dungeon zurück, das brauchen wir nicht. Wir brauchen einen neuen Dungeon. Den neuen Dungeon, den da. Den Wüsten-Dungeon. Mit Löteisen. Okay, das wird wahrscheinlich im zweiten, der zweiten oder sogar in der dritten Ebene erst zu finden sein. Mu. Aber das ist nicht schlimm, ich habe jetzt eh ein paar Tage Zeit. So. Aber mir kommt vor, das ist auf jeden Fall ein Kisten-Item. Hallo? Bist du hier? Haben tut er nichts, okay. Gut, entflammtes entflammbares irgendwas da. Und so So, was haben wir da? Eintrag 103 hatten wir auch schon. Die haben gar nichts. Ist da unten was? Na, also der Raum ist jetzt echt arm gewesen. Genauso wie der Arm. Der Arm. Der Raum. Der ist auch arm. So wollte ich sagen. So. Jo. Passt. Das ist mal ein bisschen was Positives. Ich
Vielleicht haben wir hier in der Kiste Glück und wir finden Löteisen. So. Da ist noch so ein kleiner. Gut. Passt, der ist erledigt. So. Zack und zack. Schade, kein Löteisen, Wüstenstein und Flüssigkeitskondensator. Also gehen wir Rohr dazu. Für mich ist das ein Rohr fertig. So. Bin ich da richtig? Nein. So. Und weiter geht's. Und zwar da unten. Zack, zack, zack. So, Schwein. Gibt's hier was? Nein. Gut, dann gehen wir wieder. Und zwar hier rauf. Um Gottes Willen. Da sind wir fertig. Und der ist auch fertig. Sehr gut. Und hier rauf. Und geschafft. Aha. Tada! Löteisen. Super. Zerstört den Flucheffekt. Das ist auch super. Weil, da will ich gerne wissen, was die vier da sind. Das sind Stofffärbemittel. Hatten wir das schon? Ja. Super, 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 das freut mich. Passt, Quest geschafft, so einfach kann's gehen. Schön, oder? So. Und der nächste Raum. Zack, zack. Ist hier was umsonst? Nein. La la la. Das hört man schon mal. Und das hört man auch. Das ging besser als gedacht. Viel besser als gedacht. Super. Da fällt mir gerade ein, ich habe das Buch vergessen, ne? Im Wald tanzen. Ich darf es nicht vergessen. Ich habe es Vollgas vergessen. Ja, Pech. Es ist unglaublich mit mir. Es ist unglaublich. 5 Parts später fällt mir ein, dass ich es vergessen habe. Ja, ja, das ist halt so eine Let's Player-Krankheit. Da. Zum Glück spielen wir eh ein bisschen im Geld. Sonst wäre es gleich noch tragischer. So. So, und die nächste Abteilung. So. Ja, schaut nicht so schlecht aus. Ein bisschen Platz haben wir noch. Das heißt, wir können auch den einen oder anderen Gegner besiegen. Wenn ich erwische. So, da haben wir den erwischt. So, aber jetzt. Ist unten was? Nein. Dann gehen wir da weiter. Ui, das ist, trifft sich gut. So. Hüpf, hüpf. So, der ist fertig. Auch fertig. So. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Lala. Na, würdest du jetzt verrecken? Geht ja. Alter. So, ich brauche schon wieder mal Trankerl. So, was haben wir denn da?
Zerstört Flucheffekt in dieser Richtung. Okay. Na, würdest du? Würdest du das jetzt nehmen? Du da? Danke. So, Flucheffekt in dieser Richtung kaputt. Was, warte, was haben wir da? Kaputt machen irgendwas, gell? Zerstört bei Rückkehr den Gegenstand. Na, warte jetzt nicht mehr aufdecken, was das ist. Okay, ja gut. Decken kann ich da in dem Fall vergessen. Und du kommst einfach dahin. Passt. So, jetzt sind wir voll. Jetzt schaue ich mich dann kurz um. Ah, der Sand, den brauche ich unbedingt. Den Sand, den brauche ich. Alter. Alter. Gut. Wenigstens werden wir ein Schwert. Alter. Würdest du Viech jetzt endlich mal eingehen? Danke. Geht ja. So. Was können wir denn entbehren? Ich glaube... Dafür braucht man den Wert, nehmen wir den Wert von Sand mit. Ja, wir werden die nächste Abteilung betreten. Glaube ich, ist eine gute Idee. Werden aber jetzt trotzdem den Dungeon verlassen. Den Part beenden. Und im nächsten Part werden wir wieder Handel treiben. Jo. Das passt, glaube ich, so. Wer zieht mir eh voll. Mehr als voll, ich glaube, das ist schon okay. 24.000 kostet schon. Und? So, sehr brav. So, tada. Perfekt. So, ich werde jetzt mal dieses Lötdingens da... verstauen. So, Löti, Löt, Löt. Da ist Löti. So, den Rest schmeißen wir da rein. So. Dass das hier so voll sein kann hier, ne? Ist ja unglaublich. So. Okay, sind wir ganz oben? Ja. Was nehmen wir denn mit? Wird sich anbieten. Das und das. Ja. Nicht. Ich habe mich verdrückt. War klar, oder? Zack, zack, zack. Ah ja, warte. Na, da. Den können wir mitnehmen. Da haben wir nämlich, glaube ich, ein zweites gehabt. Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Das auch. Das können wir mitnehmen. Na, ich glaube, die Pflanzendinger lassen wir mal aus. Glaube ich. Ich brauche Drehpilznotiz. Die waren jetzt, glaube ich, die erste, die wir brauchten, ne? Dass ich was Falsches mitnehme. Drehpilz passt. Genau. Genau.
Haben wir was zu einer, also hergeschickt? Nein? Warte. Ui, da haben wir genug Zeugs. Das. Das hier, die Knolle behalte ich. Ein Bild, was wäre noch gut, wenn wir hätten, zum Hergeben. Nochmal darüber schauen. Vielleicht doch nicht, doch bei den Pflanzendingens vielleicht nicht so kleinlich sein. Und sich trauen, das verkaufen. Wüstenstrick. Den hat man auch nicht. Ein Seil, das kein Feuer fängt. Wer auch immer den Wüstendungeon einst bewohnte, muss ein erfolgreicher Erfinder gewesen sein. Schön. Sehr, sehr schön. Ja, dann in Gottes Namen, ne? So. Voll sind wir. Stelle ich noch schnell was hin. Ja. Wird, könnte vielleicht passen. Das ist alles neutral eigentlich. Das will eigentlich kaum jemand haben. Ja, witzigen. Aber erst im nächsten Part. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.